Hallo Leute, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Harry Potter Quidditch Champions. Ich bin der Gamer Bauch und willkommen hier dazu. Ja, endlich haben wir mal ein anständiges Harry Potter Quidditch Spiel auf dem Markt. Entwickler ist Unbroken Studios, unter Publishing von Warner Bros. Games erschien der Titel am 3. September 2024 auf allen gängigen Konsolen und natürlich im PC. Ich muss allerdings erwähnen, PlayStation 4 und Xbox One werden auch berücksichtigt. Also ihr kriegt sogar für eure älteren Konsolen dieses, ja, sehr überzeugend gute Spiel. Der Handelspreis liegt bei 29,99, die Deluxe Edition 39,99. Das Spiel hat natürlich auch einen Season Pass. Aber ich glaube, eine der besten Besonderheiten überhaupt des Spiels ist die Verknüpfung mit euren Warner Bros. Account. Denn habt ihr Hogwarts Legacy bereits, könnt ihr euren Account mit diesem Spiel auch verknüpfen und bekommt noch besondere Items sowie eine 1:1 Implantierung eures Charakters aus Hogwarts Legacy. Tatsächlich, eure Spielerfigur ist dann als Quidditch-Spieler mit drinne, plus dem entsprechenden Besen und plus eurem Zauberstab, den ihr habt. Zeige ich später noch ein bisschen mehr. Das Video ist so aufgebaut, dass ich euch ein bisschen die Einzelheiten zeige, Spielmodus und. Und zum Schluss gibt es ein unkommentiertes Gameplay, ein kompletter Gameplay-Abschnitt für euch. Nutzt doch einfach unten die Sprungmarken, um hin und her zu springen. Wie gesagt, zum Schluss gibt es ein bisschen mehr aus dem Gameplay, während ich euch hier jetzt ein paar Sachen zu dem Spiel genauer erläutere. Zugegeben, es ist ein bisschen her, dass es ein Harry Potter Spiel gab, beziehungsweise explizit dessen. Und wenn wir uns daran erinnern, Quidditch gab es nie richtig. Wir hatten große Hoffnungen in Hogwarts Legacy gesetzt, als wir da schon mit dem Besen rumfliegen konnten. Leider hat man ja damals das Quidditch nicht verbaut. Man redete von einer Mod, die es auch nie gab. Deswegen ist dieses Spiel schon ein bisschen Balsam auf der Seele von Harry Potter Fans. Ja, das sind die Spielmodi, die ihr habt. Kampagne, Dreier versus Dreier Mehrspieler, freie Übung und der Schaukampf. In der freien Übung kann man zum Beispiel einzelne, ja, einfach so ein Freispiel, man kann die Spielerzahl reduzieren. Wir können mal ganz kurz reingucken in diesen Modus. Wie ihr seht, rechts Jägerübung. Ihr könnt die Positionen auch wechseln. So, ihr könnt die Positionen auch wechseln. Hier in diesem Jägermodus, ihr seht jetzt Heimteam, können wir noch einen Hüter zuschalten. Das sind die vier Positionen, die es beim Quidditch gibt. Ja, da kann man die zuschalten und natürlich unten die Schwierigkeitsstufen. Das sind übrigens auch alle Schwierigkeitsstufen, die es gibt. Champion, Experte, Fortgeschritten, Gewöhnlich und Leger. Standard geht schon gut ab, aber ja, man muss erstmal mit der Steuerung so ein bisschen zurechtkommen. Und das ist euer Schnellwechsler. Damit könnt ihr dann recht schnell im Spiel die Position wechseln. Wenn ihr nämlich Einzelspieler spielt, dann könnt ihr alle Positionen durchspringen, so wie es euch beliebt. Im Mehrspieler müssen bestimmt man da zwei Positionen, sodass alle drei Spieler zwei Positionen haben. Der Schaukampf ist eine speziellere Sache. Da ist da kann man die Teams frei wählen. Ja. Das sieht man jetzt hier so ein bisschen. Hier haben wir zum Beispiel andere Teams, Team Weasley und mein definiertes Team. Dann gibt es die Häuser, dann das Trimagel, die... Jetzt gehen wir mal hier durch, genau. Und dann gehen wir mal hier. Das ist vom Trimagischen Turnier aus dem Film, kennen wir ja. Und dann gibt es noch die Länder-Events, die Länderspiele. Die sind als so große Krönung mit verbaut, ja, wie wir es gleich in der Kampagne sehen können. Jedes Quidditch-Team mit dem jeweiligen Land hat auch seine eigenen Trikots sozusagen. Ja, wie bereits gesagt, da unten steht ja auch alles, was ihr braucht. 3 versus 3. Jeder Spieler sucht dann sich zwei Positionen aus und kann dann im Spiel hin und wechseln. Pokalmatch ist das Kernstück des Spiels. Ihr seht einmal die Trainingseinheiten, dann hier der Hogwarts-Quidditch-Pokal. Also Hauspokal, dann der Trimagische Pokal. Und zu guter Letzt gibt es noch, wie soll es auch anders sein, die Quidditch-Weltmeisterschaft, in der ihr ein Land vertretet. Die Weasley-Fuchsbau-Gartenmeisterschaft ist die reine Übung.
keine Sorge, ihr werdet am Anfang nicht einfach reingeschmissen ins Spiel, sondern ihr könnt, wie ihr seht, die einzelnen Trainingsphasen könnt ihr komplett durchlaufen. Ihr fangt an mit dem Jäger, da ist dann links Flug, ja, dass ihr erstmal die Flugsteuerung kennenlernt. Dann gibt es diverse Übungen. Als Jäger ist es die Aufgabe, den Croffel zu fangen und normale Punkte zu machen. Aber auch das muss geübt sein. Die Pässe, die Funktionen, dann das Tackling, um den Ball abzunehmen und, und. Und dann gibt es jedes Mal ein Trainingsmatch. Und das Coole an diesem Spiel ist, und das, ja, das möchte ich nochmal genau unterstreichen, wir haben hier tatsächlich alle bekannten Figuren aus den Harry Potter Büchern sowie auch den Filmen. Wir haben Harry Potter als den Sucher, der auch die Übungseinheiten macht. Wir haben Ginny Weasley, ich glaube, die übernimmt den Jägerposten. Als Hüter ist, glaube ich, Ron Weasley zuständig. Und die Treiber sind Fred und George Weasley. Also rein theoretisch hat man die ganze Weasley-Familie mit dran, denn im großen Übungsmatch zum Schluss, da ist dann halt, ja, sieht man ganz viele bekannte Gesichter. Also, wie gesagt, es ist ein offiziell lizenziertes Spiel und ihr trefft tatsächlich auf eure, ja, auf eure favorisierten Figuren aus der Harry Potter Welt. Und nicht nur das, ihr könnt die tatsächlich später auch als, ja, Heldenanpassungen auch einsetzen. Aber dazu später mehr. Also Übung und Match. Es ist immer die Kombination und so lernt ihr die einzelnen vier Positionen des Spiels kennen und später auch in einem Hauptspiel zu kombinieren. Es klingt schwieriger als es ist, es ist aber tatsächlich so doch ein bisschen einfacher. So, was hat das Spiel jetzt noch für uns? Gehen wir mal auf die Herausforderungen. Wie soll es anders sein? Es gibt tägliche, wöchentliche und die Karriereherausforderung. Ihr kriegt dafür Schlüssel, XP-Punkte, Goldmünzen und natürlich auch Freischaltungen. Hier die wöchentlichen, ihr seht, wann die halt wieder zurückgesetzt werden. Ein Season Pass gibt es auch. Da kommen wir noch dazu. Das hier ist übrigens das Wichtigste, denn hier sind direkte Aufträge, die mit der Kampagne zu tun haben. Beziehungsweise auch mit euch so ein bisschen hinschieben, ein bisschen über euren Horizont hinwegzugehen, zum Beispiel hier ein Spieler, ein PvP-Match. Ja, das soll euch ein bisschen Anreiz geben, das Spiel besser kennenzulernen und ein bisschen besser hineinzukommen. Hier haben wir Hüterbeherrschungen und diese lustigen Symbole dahinter zeigen euch immer, was schön freigeschaltet wird. Es gibt Logos zum Freischalten, Besenskins, Klamotten, ein ganzer Haufen eigentlich, also ja. Und natürlich XP-Punkte. So, weiter geht's zur Geldbörse. Das sind die drei Währungen, die es gibt. Mondkristalle, die Coins und die Schlüssel. Die Mondkristalle sind zur Verbesserung vom Besen am meisten geeignet. Die Münzen sind halt die Währung, womit ihr Sachen freikaufen könnt. Und die Schlüssel sind fürs Gewölbe. Deswegen schlage ich vor, wir gehen jetzt mal in den Markt rein, wie ihr schon seht. Gibt es Pakete zu kaufen? Hier könnt ihr zum Beispiel Hermine als Charakter freikaufen für 1650 Goldstücke mit ihrem Zauberstab. Daneben, das ist glaube ich der beste Kauf für 1150 Münzen, George und Fred und ihre Zauberstäbe. Darunter könnt ihr noch halt für eure individuellen Teammitglieder könnt ihr halt diverse Sachen kaufen. Anbau, Animationen, es gibt eine Siegeranimation, es gibt eine Startanimation und ihr könnt auch Emojis aktivieren im Spiel. Und dann gibt es noch Hogwarts Champions. Ja. Hier haben wir dann noch hier Hogwarts Champions Klamotten, Sachen, die ihr für ein bisschen Geld freischalten könnt. Naja, auch Besenspuren und Kleidungssachen. Da gehen wir aber auf mein Team gleich ein bisschen genauer ein. Das Gewölbe ist ein bisschen spezieller. Dafür sind nämlich die fliegenden Schlüssel zuständig. Na, ihr seht unten 250 und da könnt ihr richtige Größen freischalten, wie hier Draco Malfoy
mit Zauberstab, Toranimation und, wie ich schon sagte, ja, einen entsprechenden Schweif. Erinnert mich immer ein bisschen an Rocket League. Oder hier haben wir dann Xu Shang. Ja. Und Cedric Diggory sollte man ja auch nicht vergessen. So, Season. Es gibt natürlich einen Season Pass. Und je mehr XP-Punkte ihr sammelt, desto mehr Sachen schalten sich frei. Oh, das ist recht entspannt gehalten. Klick mal hier ganz kurz ein bisschen durch. Die Logos übrigens, diese hier wie jetzt hier der Adler, das sind übrigens für die Karriere, das ist auch übel, ein Papphelm, voll lustig. Ja, diese komischen Icons sind für eure Karriere die, ja, sagen wir mal so, Aushängeschilder. Tatsächlich gibt es auch damit, und das ist übrigens eines der größten, coolsten Belohnungen für Stufe 50, einmal Ron. Und dann gibt es danach weiter noch Schlüssel zu kassieren. Karriere, da sind wir also. Ihr seht, Ruhmstufe, nächste Belohnung, Siegerrate, Siegesrate wird auf Online-Matches berechnet. Spielzeit. Und hier haben wir jetzt die Wappen. Es gibt tatsächlich Herausforderungen, wo ihr diese Wappen tragen müsst. Zum Beispiel jetzt beim Event, was aktuell noch läuft, bis übernächste Woche, im Rahmen von Hogwarts Legacy, dass ihr ein Wappen aktivieren müsst und so viele Spiele absolvieren müsst. Hier haben wir es zum Beispiel nochmal als Beispiel, dein WB Games Account mit Hogwarts Legacy verbunden, kriegt ihr tolle Sachen. So, und der letzte Part. Hier haben wir jetzt nochmal das individuelle Team. Und hier gibt es noch ein bisschen was zu erzählen. Und zwar, ihr seht jetzt die ganzen Figuren. Ginny Weasley ist ein Champion sozusagen, ein Champion-Skin. Ganz, falls ihr jetzt denkt, okay, naja, wenn ich jetzt in der Solo-Kampagne spiele, also in der Kampagne und dann den Hauspokal vertrete, dann werde ich ja diese Helden mit drinne haben. Ne? Wie zum Beispiel George. Ich habe ja George und Fred ja zum Beispiel gekauft und habe sie dann als Jäger mit eingesetzt, zusammen mit, Genie. Das funktionierte leider nicht. Genommen werden hier diese Random-Charakter, die man nach und nach anlegt im Rahmen des Trainings. Das Spiel ist relativ einfach aufgebaut von Anfang an. Erst erstellt ihr euren ersten Charakter. Ein Jäger. Dann müsst ihr noch zwei weitere Jäger dazu. Und dann geht es mit dem nächsten Abschnitt, wie ich es euch vorhin gezeigt habe. Und mit dem nächsten Abschnitt müsst ihr auch den nächsten Charakter wieder anlegen. Also ihr erstellt rein theoretisch alle sechs Charakter, so wie ihr möchtet. Und die Champions, in diesem Fall hier seht ihr jetzt Genie, die werden zum Beispiel nicht angezeigt in der Kampagne. Natürlich, geschichtlich gesehen kann sie ja nicht denn für ein anderes Team antreten, zum Beispiel Slytherin oder so. Das würde ja gar nicht gehen. Das wäre auch von der Zusammensetzung her ganz anders. Da hat man sich tatsächlich wirklich an diese festen Rollen gebunden. So trefft ihr tatsächlich auf Draco Malfoy, wenn ihr gegen Slytherin spielt. Dann trefft ihr tatsächlich auf den. Also, kleiner Hinweis, wie gesagt, die Charaktere, die hier zu sehen sind in den blauen T-Shirts, das sind Random-Charaktere, die man selber erstellen kann. Darauf komme ich auch gleich noch. Und die werden dann auch in euren Aktivitäten freigeschaltet. Anders ist es dann nachher im Mehrspieler, da macht es keinen Unterschied, da könnt ihr die Helden auch aktivieren. Es gibt Leistungen und Anpassungen. Wir gehen jetzt mal ganz kurz in die Anpassungen gleich rein. Da oben seht ihr, man kann einschalten und ausschalten beim Helden-Outfit. So, und dann habt ihr die Möglichkeit beim Charakter, die Frisuren, das Erscheinungsbild. Wir gehen mal ganz schnell mal durch. Ne, die Größe in drei Stufen, verschiedene Köpfe. Für mich persönlich ein bisschen zu wenig. Dann natürlich die Hautfarbe kann eingestellt werden. Das gleiche mit den Haarfrisuren. Ne, lange Haare, mittlere Haare, kurze Haare. Die Haarfarben entsprechend auch.
So, und dann passierte etwas, was nicht passieren sollte. Bei der Aufnahme hat mich das Spiel rausgeschmissen. Ihr habt es gerade gesehen. Mit der Meldung, Verbindung verloren. Und dann landet ihr direkt im Hauptmenü. Und an dem Tag gab es tatsächlich abends auch eine Serverwartung, als ich die Aufnahme machen wollte. Deswegen jetzt also nochmal. Ich hatte allerdings den Faden verloren und habe dann gleich direkt mit eingeschalteten Helden-Outfit weitergemacht. Also im Grunde könnt ihr hin und her schalten zwischen den beiden. Ihr könnt auch aus einer gewissen Menge an Klamotten auswählen, Hüte, Brillen. Vieles müsst ihr freischalten. Und jetzt hier bei Genie ist jetzt zum Beispiel das beste Beispiel. Emojis, Siegesfeiern, Animationen könnt ihr freischalten. Vieles ist zum Freischalten, was halt im Verlauf durch, Verlauf durch aktiviert wird. Hier haben wir nochmal die Emotes. So, und dann gibt es noch unter Leistung Charakteranpassung. Habt ihr die Möglichkeit, Fähigkeitspunkte und Besen auszuwählen. Ja, so schön die Besen alle auch aussehen. Hier haben wir zum Beispiel diesen limitierten. Ihr seht, wer Hogwarts Legacy hat, der kann den auch freischalten. Wo ich der Meinung bin, der muss in der Challenge über die Challenge freigeschaltet werden. Ein paar. Also es hat schon Vorteile, mit Hogwarts Legacy da den Account zu verbinden. Jeder Besen hat seine speziellen Attribute. Während ich hier jetzt ganz kurz mal alle durchgucke. Viele müsst ihr halt freischalten. Ihr seht es ja. Kauf Deluxe Edition gibt es auch. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, noch Details einzuschalten. Dann könnt ihr ein bisschen explizite noch die einzelnen Stats einsehen. Und dann kommt oben links, seht ihr die Stufen, könnt ihr auch verbessern, eure Besen, mit den Mondkristallen. Dadurch werden die halt optimaler. Das Coole ist, ihr könnt für jede Position einen Besen bestimmen. Das macht das Ganze natürlich taktisch auch vom Vorteil. Ne, wenn ihr braucht als Torhüter keinen Besen, der einen hohen Tempo hat, sondern der sollte doch ein bisschen mehr Widerstandsfähigkeit haben. Ja, so in diesem Sinne. Und ja, das macht das so ein bisschen optimaler, das Ganze. So, und ab Stufe 6 schaltet sich noch ein weiterer Punkt in diesen Fähigkeiten, in diesen Charakteranpassungen frei unter Leistung. Fähigkeitspunkte. Ne? Jede Position hat drei Fähigkeitsbäume, wo ihr dann halt nochmal eure Fähigkeitspunkte verteilen könnt. Rempler, zusätzlicher Schaden, Schatzjagd und. Das gilt für wirklich jede Position. Könnt ihr die Punkte verteilen und so noch weiter verbessern. Hier zum Beispiel mache ich jetzt oder verstärke ich den Sucher, weil der Schnatz gibt ordentlich viele Punkte, wenn ihr den fangt. Und das sieht im Spiel auch ziemlich lustig aus. Um das nochmal zu unterstreichen, gehen wir jetzt zum Hüter, glaube ich, zu den Leistungen. Genau. Und einen Punkt habe ich ja noch. Ihr seht, Teamarbeit, das greift dann auf die speziellen Fähigkeiten jedes Einzelnen zurück. Denn der Torhüter hat noch eine Besonderheit. Aber das seht ihr dann. Oder kriegt ihr auch natürlich erklärt. Ja, und so hat jede Position ihre eigenen Fähigkeitsbäume, sage ich mal so, die ihr denn zuteilen könnt. Und natürlich möchte ich jetzt nochmal ganz kurz auf die Bekleidung zurückgehen, denn da war ich gar nicht drauf gegangen. Ich hatte vorher noch ein bisschen, ich dachte, ich hätte das mit Videomaterial nicht gemacht, aber doch. Wir schauen mal hier ganz kurz rein. Es gibt verschiedene Heldenzauberstäbe. Und auch normale Zauberstäbe mit verschiedenen Darstellungen. Ihr seht es immer an 0 von 4. Gibt es noch weitere. Ja, es gibt Hüte, die ihr anbringen könnt. Den Hagrid Pappmaché-Kopf habe ich ja euch auch schon gezeigt. Das sind die anderen, die ihr freischalten könnt.
Weiter geht's über Brüllen bis hin. Hier übrigens jetzt auch die Klamotten. Ganz schön. Na, das sind die Uniformen. Noch weitere Uniformen könnt ihr halt freischalten, wenn ihr bestimmte Ziele erfüllt. Und dann könnt ihr noch eure Rückennummern taggen. Na, das ist alles jetzt für die. Genau, für den Rücken. Übrigens, die Rückennummern habt ihr im Spiel selber auch. Also wenn ihr Kampagne spielt, dann haben eure Spieler automatisch auf dem Rücken die Rückennummern. Also ein bisschen freie Gestaltungsmöglichkeiten habt ihr hier da schon, was die Kleidung angeht. Jo. Den blauen ist für den Harry Potter Fanclub, so als Info, ne? Wenn ihr den noch nicht habt, dann könnt ihr den auch noch machen. Haare hatten wir ja bereits schon. Da gehe ich ja nochmal ganz kurz drauf ein. Gehen wir mal auf Freunde Community. Natürlich könnt ihr auch Freunde in eure Gruppe einladen, bis zu 2 Leute. Benachrichtigungen und diverse weiteren Einstellungen, was Social Media angeht, könnt ihr alles per Optionsaufruf freischalten. Dann gucken wir nochmal ganz kurz in die Einstellungen, bevor es ins Gameplay reingeht. Voreinstellungen gibt es als Schwierigkeit, Empfindlichkeit, Kamera, Fliegen könnt ihr einschalten, wie ihr es möchtet, mit Driften, Boosten und den ganzen Kram, Player Call, Suchrempel, das sind diese Besonderheiten. Hütersteuerung, Chat, dann Vibrationen, Sprachchat gibt es unter Audio auch noch. Na, ihr habt hier Autopasswechsel, da müsst ihr nicht direkt ziehen zum Passen, sondern er wählt euren nächsten Passpartner automatisch aus. Ne, Aufladeanzeige und Netzinfo. Ja, dann haben wir hier nochmal die ganzen Einstellungen. Sprachchat, Musik, Dialog, ja. Zugänglichkeit wird nochmal sehr interessant. Das ist Untertitel und weitere Hilfen. Hier Farbsehschwäche, Umrissdicke, Griffschutz. Sehr interessant. Wird aber bereits beim erstmaligen Start auch angesprochen. Ja, das sind die Einstellungen auf der Xbox Series X. Das Material, was ihr hier seht, ist alles von der Xbox Series X aufgenommen über die Elgato 4K. Ja, und dann würde ich jetzt mal sagen, wir gehen mal in ein Spiel mal rein. Ganz kurz noch kommentiert und dann habt ihr ein bisschen Gameplay für euch alleine zum Angucken. So, hier sind wir jetzt mitten in einem Turnierspiel. Das ist jetzt, glaube ich, ich bin Gryffindor. Ich weiß es nicht, jetzt bin ich als Jäger unterwegs. Tor. So, kann man Emote dazu nutzen. Jetzt kann man hier wählen. Der Sucher ist noch nicht aktiv, solange kein Schnatz auf dem Feld ist, ist der Sucher nicht aktiv. Jetzt bin ich Torhüter. Ihr seht unten die... Ich finde es gut gelöst, dass man die Ringe nochmal als durchsichtige Funktion hat. Player Call ist eine Hilfe für die Kollegen. Das sind sogenannte Speed-Ringe. Wenn ihr durchfliegt, dann wird der Boost aufgeladen. Damit könnt ihr also taktisch eure Kollegen helfen, vorne. Oh, jetzt kommt er. Oder auch nicht. So, nochmal ein Player Call, um ihm zu helfen. Dann setze ich mich am besten davor und kann dann die Ringe setzen. Und entsprechende Herausforderungen habe ich bekommen. Ah, doch, Slytherin. Okay. Geil. So, jetzt angesetzt und abgefangen. So, und jetzt geben wir den Kollegen auch noch ein bisschen Power. Wenn er durch die Ringe fliegt, dann kriegt er halt Aufladung des Boostes. Man kann auch driften, das werde ich auch öfters zeigen. Und dann setzen wir wieder den Player Call ein. Schnell. So. So, dann gehen wir mal als Treiber. Sehr interessante Position, wie ich finde. Ne? Da heißt es eher, auf die Gegner losgehen und denen welche klatschen.
Alternativ kann man den Klatscher auch beschwören. Ihr seht, das ist wie so eine Verfolgungsrakete. Im Gegenzug sieht das dann so aus, dass dann da steht, Achtung, etwas im Anflug. Und die KI hat gerade den Schnatz gefangen. Vom Sucher, von der KI. Auch nicht schlecht. Für den gegnerischen Spieler sieht das jetzt so aus, dass da steht, Achtung, Klatscher im Anflug. Da muss man im richtigen Augenblick ausweichen drücken, damit man nicht... Ja, damit man nicht dann gleich... getroffen wird. Ihr seht unten links einen Lebensbalken. Und wenn der auf 0 steht, dann fallt ihr vom Besen. Das ist der einzige Grund, warum ihr dann, oder weshalb ihr dann vom Besen fallt. Wenn die Lebensenergie auf 0 ist, ist die Nummer durch. Beim Betäubungsstatus ist man natürlich so ein bisschen... Ja, ist ein bisschen eingeschränkt, aber nur für kurze Zeit. Das macht keinen Unterschied. Gespielt habe ich in allen Gameplay-Materialien mit der Standard-Schwierigkeitsstufe. Das ist die zweite von unten. Also nur eine Stufe tiefer sind wir bei Locker oder... Leger. Und oben seht ihr, der Schnatz erscheint jetzt. Das heißt, ich werde den vielleicht gleich nochmal wechseln. Also als die Position gefällt mir auch so ein bisschen. So, jetzt gehen wir mal nochmal als Hüter. Aber hier ist nicht allzu viel los. Unten habt ihr jetzt gerade die beiden Sucher gesehen. Da ist links der Schnatz, der gerade vorbeifliegt. Aber als Hüter ist es nicht meine Aufgabe. Gehen wir doch einfach mal Jäger und gucken. Gehen wir ein bisschen. Man kann einen Pass anfordern zum Beispiel. Auch eine sehr gute Funktion. Man kann natürlich auch tackeln und die Gegner einfach so schlagen. Am besten, man orientiert sich immer so ein bisschen an dem Pfeil. Ist er rot, hat der Gegner den Ball oder den Quaffel. Und ist der blau, dann hat ihn das eigene Team. Jetzt habe ich den Quaffel als Beispiel. Jetzt gebe ich ihn rüber. Aber mein Kollege hat ein bisschen gepennt. Jo, KI hat den Schatz nochmal gefangen. Und das Spiel ist durch. So, und dann springen wir nochmal in ein anderes Spiel rein. Was ich gemacht habe. Hier bin ich jetzt gerade bei der Schnatzjagd. Ihr müsst diese Powerringe durchfliegen, damit ihr den Boost auf Dauer hoch habt und somit schnell unterwegs seid. So. Dann seht ihr, die Runde geht wieder neu los. Jetzt wieder als Jäger. Man kann auch die einzelnen Jäger durchschalten mit Pfeil nach oben. Hier habe ich jetzt probiert zu werfen, aus der Distanz ist ein bisschen... Und falls jetzt die Frage aufkommt, natürlich kann man die gegnerischen Ringe, das sind die roten Ringe, wenn ihr durchfliegt, dann könnt ihr den Player Call für die vom gegnerischen Torwart canceln. Das heißt, der Gegner hat dann keine Möglichkeit, seinen Boost so schnell aufzuladen. So. Und schnell ausgewichen. Und da hat mich schon einer, ja, hat mir schon einer den Quaffel geklaut.
Oh, der Pass war ganz schlecht. Der ging unten durch zur verkehrten Person. Das ist jetzt dieses Autopass, was ich euch gezeigt habe in den Einstellungen. Dong, Tor. Jawohl, ja. So muss das. Und ich kann euch gleich... Ja, da kommt der Quaffel. Das ist jetzt das Driften zum Beispiel gewesen. So ein bisschen. Oh, das Gewitter ist auch so ganz geil im Hintergrund. Es gibt ja Schnee, es gibt Regen und es gibt natürlich auch verschiedene... verschiedene Umgebungen. Das hier ist ja jetzt nur das Hausturnier gewesen. Wir springen jetzt mal schnell zum Sucher. Denn das ist sehr interessant. Hier heißt es Highspeed durch die Ringe fliegen und immer hinterher. Man kann natürlich nicht außerhalb der Arena fliegen. Also der Schnatz bleibt immer innerhalb der Arena. Und ihr seht unten, der Boost lädt sich immer wieder auf, solange man durch diese Ringe kommt. Und bevor man den Schnatz fangen kann, muss halt dieser Visierring, den ihr jetzt ja gerade seht, so unterhalb, da seht ihr jetzt beim Schnatz unten der Halbbogen, der so sich langsam füllt, der muss voll sein, damit man dann in einem passenden Augenblick den Schnatz abfangen kann. Online macht das natürlich noch richtig mehr übel Spaß, weil natürlich, ja, die auch deutlich schwieriger sind, wobei ich sagen muss, wenn man hier auf Experte spielt, aber das ist schon eine sehr Herausforderung. Die KI kann schon ganz schön gut austeilen unter Experte. Wie gesagt, das Material hier ist alles mit der zweitniedrigsten Schwierigkeitseinstellung. Und zack, habt ihr gesehen, dann wird angezeigt, dass ihr jetzt greifen könnt und dann könnt ihr euch den Schnatz schnappen und wichtige Punkte für euer Team sammeln. Ja, wie das Ende ausgeht, das lasse ich mal offen. Ihr kriegt jetzt noch ein bisschen Gameplay-Material, vielleicht sogar noch von einem anderen Turnier an Gameplay. Und das war's erstmal von Harry Potter Quidditch Champions. Aufgenommen hier von der Xbox Series X. Macht einen sehr guten Eindruck, macht auch mega Spaß das Spiel. Mal gucken, was die Entwickler in Zukunft damit machen werden. Wie gesagt, vom Quidditch-Spielen haben wir bisher nie was gehabt. Ich erinnere mich so an die ersten Harry Potter-Spiele, passend zu den Filmen, auch zum Zeitpunkt zu den Filmen von EA damals published. Die waren ja, naja, als Adventure waren die gut, aber die haben nie wirklich das Quidditch so richtig rausgeholt. Es gab, glaube ich, mal Flugstunden, aber die waren ja auch von der Steuerung sehr schlecht. Ich muss sagen, grafisch super. TT Games übrigens auch mit eingebunden als Entwickler. Also die Lego-Spiele gemacht haben, die wurden auch mit einbezogen. Ja, grafisch gut, soundtechnisch sowieso, sehr schön, offiziell lizenzierte Musik und ja auch die entsprechenden Stimmen, Darstellungen, alle Helden sind dabei, fast alle Helden sind dabei, die man kennt. Eine sehr schöne Einführung mit Bebilderung, mit Erklärung, was die Position macht, woher sie stammt und. Also, wie gesagt, ihr werdet dann nicht hängen gelassen. Ihr kriegt eine anständige Einführung ins Spiel und das ist echt, macht auf jeden Fall mega Spaß und ich hoffe, dass die Community ein bisschen wächst, sodass man halt für einen Mehrspieler wirklich viele, viele Leute findet. Wie gesagt, online 3 versus 3. Man kann auch im Koop spielen. Ja, wenn man halt seine Leute einlädt, kann man zusammen gegen die KI im Koop spielen, das geht auch. Also ebenfalls super viele Möglichkeiten zu spielen und gefällt mir mega. Kaufempfehlung an alle Harry Potter Fans, auch die mit dem Besen nicht so bewandert sind. Und vor allen Dingen alle, die Hogwarts Legacy haben, sogar noch mehr Vorteile. Ein spezielles Event gibt es momentan. Es gibt, wie ihr habt es gesehen, Besen freizuschalten, einfach nur dadurch, dass ihr eure Accounts verbindet. Klamotten für den Fanclub, also Fanclub-Anhänger und ja, einiges mehr. Herzlichen Dank für euer Interesse. Jetzt kommt noch ein bisschen Gameplay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch der Content gefällt, dann hinterlasst doch ein Like bitte und ihr könnt mich auch gerne abonnieren, um noch mehr Spieletests zu sehen. Bis bald, bleibt gesund, euer Gamer mit Bauch. Unterschätzt uns nicht, Hogwarts. Durmstrang bleibt nicht lange am Boden. Ich
bin Lee John, euer Lieblingskommentator. Hallo aus Durmstrang. Ich werde heute euer Kommentator für eine zweifelsohne besonders packende Partie Quidditch sein. Heute wird Durmstrang versuchen, Hogwarts den Sieg abzuringen. Das wird sicher nicht leicht. Schwer machen, was? Gut. Ein Fehler! Der Kopf ist im Spiel! Ja, immer schön nach vorne spielen! Und da ist der Wurf! Da ist der Quaffelpass und er wird abgefangen. Ja, immer schön nach vorne spielen. Wird das Tor den Gleichstand bringen? Hüterin Claire. Diese Parade demonstriert, dass ein kompetenter Hüter das Match für sich entscheiden kann. Gefangen. Die Hüterin ist fantastisch. Sie ist dem gegnerischen Team ein Dorn im Auge. Ein Fehler! Der Quaffel wird gepasst. Quaffel wirft. Schöne Parade. Quaffel holt sich den Quaffel.
spielen! Es wird Zeit für einen Treffer, bevor das Publikum noch einschläft! Der Treiber hat ein Trafo geschafft! Die Hüterin hält den Schwurfel! Da fliegt der Schnatz! Der Schnatz ist hiermit entschieden. Beruhigt sein. Die Hüterin bewacht die Tore. Hogwarts liefert Durmstrang eine Niederlage, die so wehtut wie der Stachel eines Billywig. Ich bin Alan Warnock und ziemlich verschwitzt nach diesem spannenden Spiel. Willkommen, werte Leser, zur exklusivsten und zweifellos skandalösesten Berichterstattung über die Helden der Quidditch-Weltmeisterschaft. Und das Spiel beginnt. Da ist der Wurf. Aber der Wurf geht vorbei. Die arme Treiberin wird danach in Therapie müssen. Oh nein, das ist ja schrecklich. Der Quaff und der Quaffel ist drin. Thank you.
Waffel wird gepasst. Es war gut geblockt. Kommt der Pass? Da ist der Waffelpass? Der Waffel wird gepasst? Wer wird den Schnatz zuerst finden? Da ist der Schnatz. Aber wer wird ihn zuerst? Und er fliegt durch den Ring. Hier kommt der Pass. Autsch, einen solchen Treffer spürt man noch tagelang. Hier kommt der Pass. Da ist der Quaffelpass. Der Quaffel ist in der Luft. Da ist der Quaffelpass. Ein Fackel! Hier kommt der Pass. Der Quaffel fliegt. Das war gut geblockt. Wie ihr wisst, bin ich nicht leicht zu beeindrucken. Aber ich muss zugeben, dieser Wurf war hervorragend. Das Spiel hat die Halbzeit erreicht. Da ist der Quaffelpass. Zeit für einen Treffer, bevor der Tor! Der Pass? Da ist der wohl unglaubliche Wurf. Waffel wird gepasst. Die Jagd ist eröffnet. Hier kommt der Pass. Der Schnatz hat sich gezeigt. Ein Pass, ein Wurf. Waffelpass? Da ist der Wurf. Aber der geht vorbei. Waffel wird gepasst. Die Zeit ist gleich um. Es bleibt noch eine Minute. Der Waffel fliegt. Schöne Parade. Das hat sicher wehgetan. Der Quaffel wird gepasst.
der Quaffelpass? Och, das war gut geblockt. Der Schnatzwurf des Spiels ist zu Ende. Die Geschichte jedoch noch lange nicht.